Warum halten wir fest an Jobs, Beziehungen, Süchten und Verhaltensweisen, die uns schaden und längst nicht mehr gut tun? Was genau bedeutet eigentlich loslassen? Und warum fällt es uns so schwer, Menschen, die uns verletzt haben, zu vergeben? Unser heutiger Gast liest die Akasha-Chronik und weiß ganz genau, wie wir diese destruktiven Verhaltensmuster identifizieren und für immer auflösen können. Wie das im Einzelnen aussieht und wie wir in unsere eigene Kraft kommen können, darüber sprechen wir heute bei Welt im Wandel TV. Herzlich willkommen, Gabrielle Orr. Habe ich es richtig ausgesprochen? Ja, richtig. Gabrielle, französisch? Ist eigentlich im Englischen, also Deutsch Gabriele. Gabriele oder Gabrielle. Gabrielle, im Englischen sagen wir Gabrielle. Ja, ich freue mich sehr, dass du gekommen bist. Danke, dass ich hier sein darf. Du warst ja schon zweimal bei uns, ne? Mhm. Du hattest zwei wunderschöne Sendungen über die Akasha-Chronik mit Wulfing von Rohr. Mhm. Ist schon eine Weile her, ne? Jedes Jahr. Mhm. Also ich war vor 2 Jahren hier und dann letztes Jahr, ja. Und du lebst in Amerika? In Amerika, und ja. Du bist extra heute hergekommen? Extra für euch, ja. Ach, ist das schön. Ja, ja, ich freue mich auch, dass du da bist. Heute möchte ich gerne mit dir, wie eben angekündigt, über Muster sprechen. Muster, warum fällt es uns so schwer, in die Veränderung zu gehen? Wie eben gesagt, ne, wir tun uns manchmal richtig schwer. Was glaubst du, warum halten wir so doll manchmal fest an Jobs, Beziehungen, Süchten, obwohl wir doch eigentlich was ändern wollen? Mhm. Ja, du, da gibt's ist für jeden anders, aber in der Akasha-Chronik oder mit meiner Arbeit in der Akasha-Chronik habe ich einfach gelernt, dass Menschen oft an ihrem Problem festhalten, weil das Problem eigentlich nur so eine Nebenwirkung ist von etwas, okay? Und das eigentliche Problem sitzt darunter, unter dem Problem, das für uns sichtbar ist. Und solange wir uns auf die Finanzen konzentrieren, die vielleicht nicht funktionieren, oder die Beziehung, die nicht gut ist, dass wir uns darauf konzentrieren oder unsere Abhängigkeiten, dann tun wir Energie auf etwas lenken, das eigentlich nicht das Problem füttert oder nährt. Mhm. Also das unterliegende Problem unter den Finanzen, unter den Abhängigkeiten, unter den Mustern, wenn wir unsere Energie darauf richten und das auflösen, dann ist dieser Nebeneffekt, löst sich auf. Braucht es dafür schon einen gewissen Grad an Bewusstheit, um das überhaupt erstmal so zu erkennen und zu erfassen, worum es da eigentlich geht? Ja, ich würde sagen, zu 95% ja. Bewusstsein hilft immer und es ist auch meine Aufgabe eigentlich, Bewusstsein in anderen oder anderen zu helfen, ins Bewusstsein näher zu kommen und Sachen von einer anderen Perspektive zu sehen. Aber es gibt natürlich auch Wunder, wo jemand überhaupt keine Ahnung hat, Tuten und Blasen keine Ahnung hat und auf einmal so eine energetische Veränderung stattfindet, dass es auch auf eine andere Art und Weise passieren kann. Also ich möchte es nicht einfach jetzt eine Antwort passt allen weitergeben, sondern einfach, ja, wenn dich etwas stört oder wenn dem Zuhörer etwas stört, dann ist schon diese Energie, wird schon angeboten, dass eine Veränderung ansteht. Also wenn einen etwas stört, dann kann man eigentlich denken, okay, es stört mich, weil irgendetwas unten drunter geheilt werden möchte. Solange es nicht die Zeit ist, das zu heilen, stört es einen sehr wahrscheinlich auch nicht. Das heißt, jeden Konflikt, den wir im Außen wahrnehmen oder den wir, das, was wir wahrnehmen, oder was uns stört Inneren oder wahrnehmen, im Inneren wahrnehmen, ja, wo wir sagen, das bringt uns auf die Palme, da werden wir sauer, vielleicht auch finanzielle Probleme, wo irgendetwas oder im Leben nicht stimmt. Oder auch Depression, Traurigkeit, dieses Gefühl, allein zu sein. Hm. Ja. Das bedeutet, dass das sozusagen, wenn man da hinguckt, aber ich stelle mir gerade die Frage, wir sind ja in einer gewissen Frequenz oder in einer gewissen Energie, wenn wir depressiv sind oder finanziell bis unten sind. Wie schaffen wir es denn dann, mit einem anderen Auge, sage ich jetzt mal, drauf zu gucken? Weil wir müssen doch eigentlich eine andere Energie haben, um das zu erkennen, oder? Ja, also zum Beispiel jemand, der schon ein bisschen mehr Bewusstsein hat, der wird wahrscheinlich sagen, oh, ich habe ein Problem, lass mich nochmal genauer hingucken, wie ich das auflösen kann. Oder in Englisch würden wir sagen, you have to hit rock bottom. Wie übersetzt man das ins Deutsche? Man muss erst ganz nach unten fallen, bis man wieder nach oben kommt, also, ja, oder sich aufarbeiten kann. Hm. Ich denke mal, für jemanden, der nicht das Bewusstsein hat und einfach
immer wieder nur auf die Finanzen guckt und warum nichts besser wird oder die Beziehung oder Alkoholismus oder irgendwas, dass man dann einfach richtig mal hinfallen muss, dass man sagt, nee, jetzt möchte ich nicht mehr. Jetzt muss ich irgendetwas ändern, damit ich weitergehen kann und etwas kreieren kann, das mir gefällt. Aber du hast schon recht. Solange das wirkliche Problem da ist, kannst du dich auf deine schlechten Finanzen konzentrieren, so viel du willst. Es wird dir nicht mehr Geld bringen. Genau. Okay, also diese... Weil du auf Mangel... Was, ne? was ja, mhm. oder Verlust oder Neid oder was auch immer es ist. Da gibt es verschiedene Sachen, die für verschiedene Menschen zutreffen. So, es ist nicht ein Rezept passt für alle, okay? Weil jeder so verschiedene Herkünfte hat, wo das Problem herkommen kann. Es könnte von einem vergangenen Leben kommen, von der Kindheit, von der frühen Kindheit, von energetischen Anhaftungen. Also wir wollen schon in der Akasha-Chronik gucken wir, wo kommt das Problem eigentlich her? Wo sind die Wurzeln? Und was können wir tun, um diese Wurzeln aufzulösen? Bevor wir jetzt nochmal da einsteigen, mhm. was du gerade erwähnt hast, würde ich ganz kurz für die Zuschauer, die die anderen Sendungen noch nicht gesehen haben, mhm. vielleicht sagst du uns in ein, zwei Sätzen, was die Akasha-Chronik ist. Okay, also es gibt diese technische Erklärung, dass die Akasha-Chronik das Buch des Lebens, wird es genannt, ist, wo man Informationen bekommen kann über die Vergangenheit oder vielleicht auch über das Potenzial der Zukunft. Für mich ist die Akasha-Chronik eine Quelle der Liebe. Also es ist wirklich diese Liebe, die da durchkommt, die wirklich in deine Zellen einsinken kann, alles weicher macht, alles sanfter macht und dich dazu vorbereitet, etwas zu verändern. Das ist einfach die energetische Frequenz von dir oder von mir wird dadurch auf Liebe eingestellt. Das ist für mich die Akasha-Chronik. Hm. Okay, dann, also mit der arbeitest du ja schon seit 30 Jahren, mhm. glaube ich. Ne? Mhm. Und das heißt, du verbindest dich mit der, also wenn Menschen zu dir kommen, wenn ich jetzt sage, ich habe so ein Problem, ich bin depressiv und ich mhm. weiß jetzt nicht weiter, aber es ist nicht immer notwendig, dass wir die Akasha-Chronik befragen, richtig? Wir können da auch wirklich alleine einsteigen, ohne darüber Kenntnis zu haben. Auf jeden Fall, ja. Also ich meine, es wäre albern, wenn jemand sagen würde, nur meine Methode funktioniert, okay? Das Universum, Gott, die Quelle, gibt uns viele Sachen, die wir benutzen können, um unser Leben angenehmer zu machen. Und eigentlich mit angenehmer meine ich, dass es bedeutet, das Menschsein und das seelische Sein in Harmonie zu bringen. Das ist für mich eine Veränderung ins Positive. Also es geht nicht nur darum, dem menschlichen Dasein zu dienen und mehr Geld zu haben, eine tolle Beziehung zu haben. Es muss auch innen drinnen passen. Hm. Und das wäre für mich diese Harmonie zwischen Menschsein und mit der Seele in Verbindung sein, gleichzeitig. So, ja, es gibt verschiedene Methoden. Also eigentlich das erste Buch, Akasha Chronik One True Love, ist ja wirklich ein Arbeitsbuch, das Menschen helfen soll, in der Akasha Chronik selber für sich zu arbeiten. Und das zweite Buch ist ganz anders. Es wurde mir ausdrücklich von meinen Meistern und Lehrern gesagt, schreibe es so, dass Menschen, die sich nicht mit der Akasha Chronik verbinden, auch dem folgen können. Hm. Also es geht schon darum, es ist nicht jetzt, okay, geh in die Akasha-Chronik, du musst das Seminar besuchen, damit es dir besser geht. Ich verschreibe keine Lösung. Ich biete nur das an, was mir dient und was mir hilft und was ich auch sehe, was vielen anderen hilft. Hm. Aber die ganze Information ist auch in den Büchern. Kann das sein, dass ich eigentlich auch schon verbunden bin, ohne dass es mir bewusst ist? Dass Auf ich wirklich Fall. Weiß, dass es Akasha-Chronik ist? Oder nehmen wir mal die Namen wirklich weg. Mhm. Woran merke ich denn, ob ich verbunden bin? So eine innere, die innere Stimme oder dieses... Also ich weiß, ich kann das nicht beantworten, woran jemand das merken würde, dass sie verbunden sind. Aber Menschen, sagen wir mal, Akasha-Chronik ist ein Energiefeld, okay? Das, dieses Energiefeld der Liebe, des, der Oneness, ein, One True Love, eine wahre Liebe. Diese
ja, wo alles miteinander verbunden ist, wo wir nicht getrennt voneinander sind, das ist für mich das Akasha-Chronik-Feld. Und natürlich kann man sich damit verbinden. Meine Methode sagt halt, okay, du kannst es immer tun, wann immer du willst. Andere müssen vielleicht fasten erst oder in eine tiefe Meditation gehen oder es passiert, während sie schlafen. Also man ist nicht so in der Kontrolle, wann es passiert und wie es passiert. Und man kann vielleicht auch nicht so gezielte Fragen stellen und gezielte Informationen bekommen. Es wird mehr so runterkommen und dann bist du dafür verantwortlich, wie du es aussortierst. Ist das wie aber ein inneres woran Wissen? Du das merkst? Ist das ein inneres Wissen oder eine Intuition? Oder? Ich würde sagen, vielleicht würde ich es daran merken, dass ich inneren Frieden finde. Dass jetzt, okay, jetzt ist alles in eine Ordnung. Antwort ist. Ja. Eine Antwort, die nicht nur eine Antwort ist, die von irgendwo herkommt, eine sondern wie ein Wissen. Es ist ein Wissen, es ist so. Ja, eine Eingebung, dass okay, ja, jetzt verstehe ich einfach, warum es so ist oder ich darf jetzt auch mal tief durchatmen und loslassen. Da sind wir ja schon beim nächsten tollen Stichwort, loslassen. Mhm. Wir haben ja, wie du vorhin sagtest, manchmal müssen wir erst richtig unten liegen und es muss so Aua machen, dass wir wirklich alles verlieren und so viel Schmerzen und Trauer in uns haben, dass wir irgendwann loslassen. Also ich sage mal, den Kopf irgendwann loslassen und dann an dem Punkt stehen, wo uns alles eigentlich scheißegal ist und man sagt, jetzt macht. Mhm. Ist das der Punkt, wo man loslässt oder was ist loslassen genau? Loslassen ist eine... Wenn man loslässt, dann ist eine Bewusstseinsveränderung vorgefallen. Also man ist nicht mehr auf der gleichen Ebene, wo man war, wenn man auch über das Problem nachgedacht hat zum Beispiel. Also energetischen Ebene meine ich. Irgendetwas ist passiert, dass es bei mir geklickt hat und ich jetzt etwas abgeben kann, etwas loslassen kann. Aber was muss denn passieren, damit wir loslassen können? Also was ist denn, warum, viele sagen immer, ja, ich muss den Mann loslassen und die Frau loslassen oder diesen Job loslassen. Und je mehr sie versuchen loszulassen, halten sie daran ja eigentlich fest und binden sich mit der Person. Ja? Kannst du energetisch mal erklären, was loslassen bedeutet? Mhm. Ich muss mal fragen, warte mal. Okay, so, die zeigen mir, loslassen bedeutet, wenn etwas keine Macht mehr über dich hat. Mhm. Okay, also vorher, da hat es dich, it overpowered you, es hat dich übermächtigt. Du konntest einfach nicht mehr aus diesem Kreislauf raus, du musstest immer wieder darüber nachdenken. All deine Energie wurde dahin geschickt, egal ob es dir jetzt geholfen hat oder nicht. Und loslassen, zeigen sie mir, bedeutet einfach, das hat jetzt keine Macht mehr über mich. Ich habe jetzt Macht, ich nehme meine Energie, meine Kraft wieder zurück und dann kann ich mir aussuchen, wie viel ich dafür hingeben möchte, dafür oder auch für etwas anderes. Hm. Nehmen wir mal das Beispiel Mutter und Vater. Ne? Mhm. Also viele Therapeuten, viele Coaches sagen ja auch immer, fang mit dem Vater und der Mutter deiner Kindheit an, guck da mal genau, was da noch ist. Ne? Mhm. Die Mutter steuert mhm. im Grunde das Verhalten in unseren Beziehungen, Vater vielleicht den beruflichen Werdegang. Siehst du das genauso? Oder inwieweit tragen wir denn die Mutter wirklich in uns? Und wenn wir dann Konflikt haben und nicht loslassen können, woran liegt das dann? Mhm. Also in der Arbeit mit der Akasha-Chronik möchten wir eigentlich noch einen Schritt weiter zurückgehen. Nicht nur zur Mutter und Vater gucken, sondern auch gucken, die Persönlichkeit Mutter und Vater, ja, wir tragen das mit uns rum. Aber da ist ja auch ein Seelenaspekt. Warum ist diese Person deine Mutter und diese Person dein Vater, okay? Was passiert da auf einer Seelenebene? Zum Beispiel... ich hatte gerade ein Beispiel in einem Gespräch, da war die Dame, mit der ich gesprochen habe, die hat sich nicht wohlgefühlt oder die Mutter dieser Dame wollte das Kind halt nicht haben, okay? So auf einer seelischen Ebene könnte das ganz anders aussehen. Es könnte sein, dass mein Klient von der Seelenperspektive sagt, ich brauche eine Mutter, die es mir wirklich
schwer macht, mich hier wohlzufühlen auf diesem Planeten, okay? Und dann sagt die Seele der Mutter, ich mache das für dich. Ich liebe dich so sehr, dass ich dir den Gefallen tue. Dass ich dir den Gefallen tue und ich versuche, dich abzutreiben und ich möchte dich nicht. Aber dann zeigen die mir, dass die Klientin in einem vorherigen Leben nicht mehr leben wollte. Mhm. Okay? Die Seele geht ja weiter. Es ist ja nur als Mensch, dass wir mit Geburt anfangen und mit dem Sterben aufhören. Die Seele war ja schon vorher da in Aktion und geht auch weiter. Also von daher ist vorheriges Leben einfach nur eine continuous life, also ein weitergehendes Leben. So in dem vorherigen Leben, da wollte diese Klientin, die Seele, also die Klientin, nicht die Seele, einfach nicht mehr leben. Und deshalb hat sie gesagt, wenn ich jetzt wiederkomme, möchte ich aber wirklich mich darauf konzentrieren, dass dieses Leben schön ist, dass ich hier sein darf, dass ich ein Recht habe, hier zu sein, dass ich willkommen bin. Das muss sie sich aber erkämpfen oder erarbeiten im Sinne und durch diese Widerstände. Genau, und diese Mutter, die Seele der Mutter sagt, ich helfe dir dabei. Ich versuche dir das von Anfang an, mache ich dir das gleich schwer. Damit du stärker wirst? Ja, und damit du wirklich daran arbeiten kannst. Ich möchte hier sein. Mir gefällt es hier. Ich genieße dieses Leben. Aber was passiert in... Das ist doch wirklich ein tolles Beispiel, in dem wir jetzt arbeiten können. Es hat auch ein Stück weit mit mir zu tun, deswegen interessiert es mich. Und ich glaube, du ahnst das schon, weil irgendwas passiert hier gerade wieder. Mhm. Ach, ich liebe diesen Job. Ich auch. Das ist so wie Therapie wieder. Nehmen wir mal an, man zerbricht fast auf diesem Weg und schafft es vielleicht nicht. Oder ist das vorher auch schon abgestimmt, inwieweit man das vielleicht wirklich schafft und sich das vornimmt? Oder kann man wirklich durch eigenen Willen sagen, ich schaff's nicht und ich bringe mich um oder ich gebe auf oder ich bleibe in den Süchten hängen oder wie auch immer? Mhm. Also ich höre ganz deutlich, es ist nichts vorgeschrieben, ob du es schaffst oder nicht. Das ist wirklich dir überlassen. Das heißt, ich entscheide in jedem Augenblick, wie man sagt, ich habe den freien Willen. Mhm. Und wenn ich es in diesem Leben nicht mache, dann ist es auch kein Problem. Kommst du nochmal und machst es nochmal. Also vom menschlichen her ist es dramatisch, aber vom seelischen her ist es nicht dramatisch. Aber das Ideal, und das möchte ich ganz deutlich sagen, ich stehe hier nicht, sag, ach, vergiss das Menschliche, konzentrier dich nur auf deine Seele, weil es geht wirklich darum, es ins Gleichgewicht zu bringen. Dass man sagt, meiner menschlichen Seite geht es jetzt gut und meine seelische Seite ist auch in Harmonie damit. Gut, aber über diese Ebene kann man eigentlich nur mit jemandem schon sprechen, der schon sich damit befasst hat. Ja? Ich erinnere mich, ich habe mir das auch aufgeschrieben, du hast in deinem Buch geschrieben, der Mangel an emotionalem und mentalem Verständnis dafür, wer wir wirklich sind, und wer wir sein möchten, führt dazu, dass wir uns gestresst fühlen und unglücklich sind. Mhm. Ja, also ich gehe nicht ins Bauhaus und kaufe Milch. Nee, aber wer sind wir denn wirklich? Ne? Das ist ja, glaube ich, die Frage. Wir würden natürlich anders auf unsere Themen schauen, wenn uns bewusst wird, wer wir oder was wir sind. Mhm. Was oder wer sind wir deiner Meinung nach? Lass mich nochmal erstmal zu der anderen Frage noch dazu gehen. Also ich arbeite natürlich nur mit Menschen, die zu mir kommen, die sich zum Beispiel ein Interview angucken oder irgendwie eine Eingebung haben, sagen, ich möchte gerne jetzt gucken, was da wirklich bei mir so nicht stimmt und etwas verbessern. So in anderen Worten, ganz selten kommt jemand zu Akasha-Chronik-Lesern oder Lehrern, die wirklich hundertprozentig glücklich sind, okay? Alle haben sie irgendetwas und das ist auch in Ordnung. Aber die, die zu uns kommen, die sind schon auf einer Stufe, wo sie sagen, ich möchte etwas ändern. Und all die anderen, die noch sagen, nein, ich trinke lieber ein Bier oder ich bleibe lieber in der Beziehung stecken oder so, das ist auch in Ordnung. Das ist nichts Schlimmes. Die dran arbeiten wollen, meine aber ich gehe nicht hin und versuche, denen das Leben umzukrempeln. Ich segne sie mit Liebe und hoffe, dass irgendwann auch sie dazu kommen. Und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Die, die jetzt schon dran arbeiten wollen, das ist eigentlich egal, was ich mache, ob ich eine Lesung gebe oder ein Seminar unterrichte. Mit der Akasha Chronik sich verbinden im Seminar ist eigentlich nur der zweite Schritt. Das Eigentliche, was wir im Seminar machen, ist, dass wir Menschen helfen, in die Liebe zu kommen. Mhm.
Und wenn das klappt, dann wissen sie auch, wer sie sind. Und dann können sie auch sich mit der Akasha-Chronik verbinden. Ja, das eigentliche Ziel ist natürlich, sich mit der Akasha-Chronik zu verbinden. Aber das klappt nur, wenn man auch wirklich im Herzen ist und in der Liebe ist. Und das ist für mich das eigentliche Ziel des Seminars oder eines Buches. Alles, was ich mache, ist wirklich, um anderen Menschen zu sagen, du bist gar nicht schlimm. Du brauchst dich nicht zu schämen. Du brauchst dich nicht so zu ärgern. Du darfst dich selber annehmen, so wie du bist. Egal, ob du jetzt humpelst wie ich mit meinen Hüften oder nicht hübsch bist oder übergewichtig bist oder sonst irgendetwas, ist egal. Wir sind alle wunderbar. Und wenn wir das so sehen können, dann können wir auch mit uns selber besser umgehen. Dann ist der erste Schritt, in die Liebe zu kommen. Mhm. Und es ist vielleicht jetzt eine blöde Frage, aber wie komme ich denn in die Liebe? Ja, das ist nicht immer das Einfachste. Also ich mache es manchmal auch so. Viele hier, ne? Wenn es hier so zu, ja. Man kennt es ja im Alltag, wenn es dann zugeht. Es reicht ja nicht immer nur zu sagen, ich mache mein Herz auf. Mhm. Ja, dann würde ich, also sagen wir mal, ich habe jetzt jemanden vor mir, der nicht in der Liebe ist, okay? Wo ich merke, die sind total blockiert. Und bei blockiert meine ich, die versuchen sich zu schützen. Okay, also es ist nicht, dass sich jemand blockiert, weil sie kein Interesse haben, sondern eine Blockade zum Herzen ist, da ist Schmerz, da ist Leiden dahinter, die versuchen sich zu schützen. Und dann, ich gucke dann halt, okay, wo tust du dich beschützen, weil es wirklich noch notwendig ist oder weil etwas vor 30 oder 40 Jahren passiert ist und du einfach nicht loslassen kannst, das nicht auflösen kannst. Und dann gucken wir halt, was ist eigentlich da passiert. Was können wir tun, um das vielleicht von einer anderen Perspektive zu sehen? Vielleicht hast du auch etwas davon gelernt. Und dann, und das ist ja das Lass Wunder geschehen, wo wir gerade vorher drüber gesprochen haben. Der dritte Teil des Buches, ich finde ihn den wichtigsten. Was kann getan werden, um dieses Herz zu öffnen, um in die Liebe zu kommen? Und dann ganz viele Sachen habe ich da aufgelistet, also Meditation, bestimmte Meditation, innere Kindarbeit, Vergebungsarbeit, all diese Sachen können dir zu verschiedenen Zeitpunkten deines Lebens helfen, um irgendetwas aufzulösen und an dein Herz wieder ranzukommen. Und für manche ist es im ersten Moment schmerzhaft. Ich kann dir ein ganz tolles Beispiel geben, das fällt mir gerade ein, okay? Also ich habe ja, wir haben in der Akasha-Chronik-Ausbildung auch andere Lehrer ausgebildet, also Lehrer ausgebildet zur Akasha, um ein Akasha-Chronik-Lehrer zu sein. Und da kann ich mich genau an ein Beispiel erinnern in einem Seminar, da saß, wir tun die immer in Paare einteilen, damit sie sich Lesungen geben können und eine Dame, eine Seminarteilnehmerin hat halt total geweint, weil sie hat als Kind sexuellen Missbrauch erlebt und es kam alles daraus. Und eine der Damen, die in der Lehrerausbildung war, saß auf dem Boden und hat dann mit ihr geredet. Und ich habe mich dann dazugesetzt und wir haben dann geguckt, was ist denn eigentlich, was passiert hier und was können wir tun, um das aufzulösen. Und nach ein paar Minuten ging es dann in die richtige Richtung und die Dame konnte auch wieder atmen und wieder lächeln. Und auf einmal sagt die, die in der Lehrerausbildung ist, nur damit du weißt, ich weiß genau, wovon du redest und genau das ist mir als Kind auch passiert. Aber es ist heute nicht mehr meine Baustelle. Ich sehe es in anderen, aber es tut mich nicht mehr belasten. Und hier ist für mich das Wunder. Ich kannte der ihre Geschichte. Und es in ihrer Energie hatte es sich so verändert, ich habe sogar nicht mehr dran gedacht, dass ihr das passiert ist als Kind. Also es neutralisiert sich, also es ist im Grunde ist nicht löst mehr ihre sich Schwingung komplett auf. Und es ist auch so, ja genau, es ist nicht mehr in ihrer Frequenz drin. Du kannst dich dran erinnern, als ob du einen Film geguckt hättest, aber du hast keine emotionale Reaktion dazu. Sagt man das so in Deutsch? Ja. Mhm. Deine Zellen reagieren nicht mehr darauf, wenn du mit einem Mann allein im Aufzug bist, zum Beispiel. Aber dazu gehört natürlich auch wirklich Vergebungsarbeit. Ja. Und nicht nur einfach, passiert ja nicht von heute auf morgen. Es ist ein Umdirigieren der Energie. Deine alte Energie, wenn man noch im Schmerz ist, das geht immer wieder zu dem Opfertäter zurück, okay? Und dann
dieses Umdirigieren der Energie geht zu, wo möchte ich denn eigentlich hin? Was möchte ich denn eigentlich wirklich erleben? Und was kann ich jetzt tun, um dahin zu kommen? Weil der Täter ist verantwortlich für die Tat. Das Opfer ist verantwortlich für die Heilung. Mhm. Der Täter ist nicht verantwortlich für die Heilung. Oftmals für einen Täter ist das 5 Minuten und dann ist es vorbei. Und das Opfer, das tut das dann mit sich tragen für 30, 40 Jahre, vielleicht noch länger. Also das Opfer ist halt leider verantwortlich für die Heilung. Da kann man keinen Täter zu einladen. Aber viele verstehen immer noch unter Vergebung, in dem Moment, wo wir jemanden vergeben, geben wir etwas her von uns, was uns dann fehlt, ja, in irgendeiner Art, und müssen das irgendwie für gut heißen, was der getan hat. Und nein, das ist ja der Irrtum. Ja? Nein. Also, um in deinen Worten das nochmal zu formulieren, oder vielleicht kannst du uns einen Tipp geben, wie können wir Vergebung wirklich üben, wenn wir was Schlimmes erlebt haben und es nicht schaffen, darüber hinwegzukommen? Okay. Also erstmal möchte ich noch dazu sagen, mir sind auch schlimme Sachen passiert im Leben. Also ich weiß, wovon ich rede, wenn ich über Vergebung rede, wenigstens für mich. Okay, es ist nicht, dass ich geboren wurde, ups, alles war nur wunderschön, Friede, Freude, Eierkuchen. So, also ich weiß, wovon ich rede. Vergebung macht man nie für jemand anderen, immer nur für sich selber. Okay, es gibt auch zwei Teile von Vergebung, einmal innerlich und einmal äußerlich. Man kann innerlich sagen, ich vergebe dieser Person. Es hat nichts mehr mit mir zu tun. Das bedeutet nicht, dass ich diese Person morgen zum Abendessen bei mir ins Haus einladen muss. Das wäre dann äußerlich. Okay? Ich kann immer noch von dieser Person Abstand halten, aber nicht mehr, weil ich Angst davor habe oder wütend bin, sondern einfach ist nicht mehr meine Tasse Kaffee. Okay? Das wären die zwei Unterschiede. Wenn ich dich fragen würde, welche Farbe hat denn Vergebung? Was kommt denn so in dir hoch? Und die Zuschauer können das sich vielleicht auch mal fragen. Oh, ich schwanke gerade so zwischen rosa und grün, was okay. Grün ist. Und was für ein Geräusch oder was für ein Sound wäre Vergebung? Eigentlich habe ich da gar keine. Es ist wie eine Neutralität. Okay. Und jetzt ist wie eine Ruhe, Frieden. Ja, jetzt denk mal an was, wo du noch nicht so richtig loslassen kannst. Und erzähl mir mal, was für eine Farbe das hat. Braun. Braun oder so, was Dunkles. Okay. Und ist da ein Geräusch oder ein Geschmack oder irgendwas dabei? Ein Druck hier so bei mir hier oben irgendwie in den Ohren. Okay, so also du hast jetzt diese zwei Energien gefühlt. In welcher Energie möchtest du leben? Na, in der ersten. Ja, okay. Wenn man das sich so anguckt, kann man ganz deutlich sagen, nee, da möchte ich nichts mit zu tun haben. Und das wäre jetzt, ging es wirklich darum. Vergebung ist, ich erlaube mir nicht mehr davon, übermächtig zu werden, nicht mehr kontrolliert zu werden von dem Alten, von dem Hässlichen, von dem Braunen, von dem Druck. Und ich möchte gerne dieses Rosa, dieses Grün, ist ja die Farbe der Herz, der Chakra, und dieses Neutralität in meinem Leben eingliedern. Und damit meine ich, dass es in jede Zelle deines Gewebes geht, weil Groll, Wut, Ärger, also Ärger. Das kreiert Krankheit. Dann schrumpfen die Zellen und das ist Krebs, Krankheiten. Okay, also es geht in eine ganz andere Richtung. Von daher ist es wichtig, dass man sich vielleicht mal fragt, wie es sich anfühlt und ist es wert, da seine Energie hinzuschicken oder lieber in das schöne rosane Grüne oder was auch immer das für jeden anderen für eine Farbe ist. Das wäre eins. Das andere wäre mit der Blume. Wolltest du das noch? Ja, weil das finde ich weil so ich schön. Hab dich deswegen ja gebeten, habe ich sie ob du eine Blume mitbringst. Und da hast du so eine tolle gefunden. Da ist eine schöne Übung, die mir sehr gut gefällt. Also ich suche mir eine Blume aus. Muss nicht so was Exklusives sein. Kann eine Orchidee sein oder irgendeine andere Hauspflanze. Und stell mir die daheim irgendwo hin. Vielleicht auf den Altar oder auf den Nachttisch und so. Und jedes Mal, wenn ich die Blume angucke, dann denke ich daran, was ich loslassen möchte. Okay? Aber wenn ich vergebe, dann
heißt das nicht, dass da jetzt der Mann da drunter steht oder die Frau oder wer auch immer mir was getan hat, sondern mein kleines Kind, diejenige, die verletzt ist, das ist die Blume. Und ich schicke dieser Verletzung Liebe. Also diesem sexuellen Missbrauch oder was auch immer da ist, okay? Auch finanzielle Probleme? Finanzielle Probleme, auf jeden Fall. Alles, was, dass meine Eltern mich aufgezogen haben und ich habe nie Schuhe bekommen oder irgendwie sowas, was dann natürlich finanzielle Probleme kreieren könnte, okay? Mhm. Also was halt das ist, was du loslassen möchtest, tu das auf diese Blume reflektieren und dann mit Liebe umwandeln. Das heißt, jeden Tag gießen, was die Blume halt benötigt oder die Pflanze benötigt. Ja, wenn es eine Orchidee ist, tust du es ja nicht jeden Tag gießen oder ich weiß nicht, was diese Blume braucht. Einfach mit ihr reden oder... Ja, diese Liebe dahin schicken, dass ich jetzt gucke, okay, ich gucke mir das jetzt an, ich erinnere mich an den Schmerzen und dann weiß ich, dass ich heile das in dieser Blume. Gut, also viele haben natürlich auch wirklich schreckliche Dinge erlebt, ja, wie jeder von uns. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass ich, wenn ich wirklich in diesem Schmerz war, ich wusste wirklich nicht, wie man das löst, ne? Und ich war nicht in der Lage, dann das auch noch so eine Übung zu machen. Mhm. Und habe gemerkt, dass in dem Moment, als ich es abgegeben habe und begriffen habe, ich finde keine Lösung, ich kann es nicht, ich kann nicht vergeben, aber ich will es so gerne. Und dann habe ich gebetet und dann passierte bei mir irgendwie eine Veränderung. Welche Rolle spielt denn das Göttliche oder das Abgeben an einen Meister oder an etwas Höheres bei der Vergebung, wenn man es alleine so im Direkten nicht schafft? Also in meiner Meinung spielt es die größte Rolle in allem. Das heißt? Dass man, also Gnade, diesen Segen, Grace, dass man einfach sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen zum Beispiel? Man weiß nicht mehr weiter und man bittet einfach darum, nochmal... diesen Segen zu haben, auch wenn man vielleicht im Moment nicht weiß, ob man ihn verdient oder nicht. Das heißt, wenn jemand nicht vergeben kann, ist Vergebung sowas Ähnliches? Könnte ich jetzt auch sagen, ich neutralisiere oder ich möchte, dass man es neutralisiert? Ist das was anderes? Vergebung, ich glaube, das Wort im Deutschen hat einfach so eine andere Bedeutung von dem, wie ich es sehe. Was die mir zeigen, Vergebung bedeutet, dass man einfach nicht mehr in diesem, was ist denn Spell? Also so ein Fluch. Dass man nicht mehr diesen Fluch oder diese unterliegen muss. Dass man sich selber davon loslösen kann. In anderen Worten, ich sage, ja, das ist passiert. Ich verstehe nicht, warum. Okay, ich verstehe nicht, warum. Es war nicht richtig, aber es ist passiert. Jetzt zeig mir einen Weg, wie ich damit umgehen kann. Zeig mir einen Weg, wie ich aus dieser, entschuldige bitte, Scheiße Rose wachsen lassen kann. Mhm. Okay, das wäre für mich der Inhalt von Vergebung. Aber in dem Moment bittest du eine höhere Macht oder Gott, die göttliche Liebe, oder also irgendetwas anderes, bittest du ja darum, dir zu helfen, weil du alleine es aus eigener Kraft noch nicht so schaffst, richtig? Ja, darf ich noch was dazu sagen? Wenn du das so sagst, hört sich's für mich an, als ob Gott von uns getrennt ist. Also Gott ist halt da irgendwo und ich bin hier und ich bitte diese Macht, mir jetzt zu helfen. Und das stimmt ja auch, aber wir sind ja auch ein Teil dieser göttlichen Energie. Von daher ist es nicht nur, dass wir etwas Größeres aus außen von uns bitten, uns zu helfen, sondern auch, wir haben das auch in uns. Also wir verbinden uns mit dieser göttlichen Energie. Einfach, dass Leute verstehen, es ist nicht nur Gott auf der Wolke da oben. Ja, aber wenn jemand drin sitzt im Schmerz, ne, zu sagen, verbinde dich mit deiner göttlichen Energie, das ist echt immer schwierig. Ja? Ich weiß heute, was du meinst, aber als es mir schlecht ging, dachte ich, boah, was meinen die alle? Ja? Du weißt das alles, aber es ist noch keine gefühlte Erfahrung. In dem Moment. Also ich kann jetzt nur darüber reden, wenn
zum Beispiel jetzt das vor mir passiert, mhm. wenn jemand das jetzt vor mir so eine Reaktion hat, okay, mhm. dann könnte ich dieser Person helfen, wie in dem Beispiel mit dem mit der Seminarteilnehmerin und dann der Dame, die in der Lehrerausbildung war. Mhm. Wenn es jetzt jemand passiert, wo ich nicht präsent bin, ich kann einfach nur dazu sagen, dass man sich solche Werkzeuge, sagen wir mal, die Person ist schon auf dem spirituellen Weg und hat schon Bücher zu Hause und so. Wenn so Schmerz hochkommt, dann erinnere dich daran, was du gelernt hast, was dir hilft, okay? Hm. Ich gebe dir mal ein Beispiel, das finde ich sehr schön. Ich habe eine Freundin und die haben unwahrscheinlich von einem Tag zum anderen alles Geld verloren, okay? Und dann hat sie sich mit Freundinnen unterhalten und hat gesagt, Mensch, sie war halt im Opfer drin. Ne? Sie hat das Geld falsch investiert, war alles weg. Und dann hat eine Freundin ihr halt spirituellen Ratschlag gegeben, sagt sie, das ist nicht der richtige Zeitpunkt, spirituell zu reden. Okay, in anderen Worten, sie konnte sich nicht damit verbinden im Moment. Aber genau das ist ja der Zeitpunkt, wo man gucken muss, okay, mhm. was hilft? Ist es Meditation? Ist es, dass ich ein Buch nehme und es lese? Was kann ich jetzt tun, um meine Energie von dem Braun und dem Druck wegzulenken in das Grüne, Rosane, Neutrale? Und manchmal bedeutet es auch, dass man in dem Moment erstmal in dem Schmerz drin bleiben muss. Aber man bleibt nicht für Jahre drin. Mhm. Okay? Man wird vielleicht mal überwältigt. Und man erlaubt sich für 15 Minuten oder eine Stunde mal Rotz und Wasser zu heulen und dann hat das auch seinen Sinn und Zweck. Aber das Schlimme ist, wenn man für Jahre drin stecken bleibt, dann ist es eine Krankheit, okay? Dann ist es nicht nur ein Teil des Heilungsprozesses, dann wird es eine Krankheit. Wo wir ja schon beim nächsten Stichwort sind, Krankheit. Mhm. Also alle physischen Leiden, würdest du das unterschreiben oder bestätigen, dass da, wo Krankheit ist, nicht vergebene Themen sind? Also unterschreiben würde ich das nicht. Ich sage nie alle oder nie. Hm. Aber wenn du mich jetzt ein bisschen mehr im Allgemeinen fragen würdest, würde ich sagen, ja, auf jeden Fall. Also da steckt irgendetwas drunter. Dein Körper möchte deine Aufmerksamkeit haben. Dein Körper möchte sagen, okay, du musst da gucken, was ist da los? Und was möchte deine Seele da dir noch verändern, dir noch mitteilen? Wo hast du nicht genau hingeguckt? Also es ist auf jeden Fall ein Schrei zur Aufmerksamkeit. Nehmen wir mal das Beispiel Herzerkrankung, okay. ja? Herzrhythmusstörung okay. oder Herzinfarkt oder so. Was würdest du, glaubst du, dass das mit Herzensbrüchen zu tun hat, mit nicht vergebenen Themen? Nee. Dass die Themen hauptsächlich da liegen oder ist es bei jedem anders, dass sich das bei jedem anders äußern könnte? Ist bei jedem anders. Und eigentlich im Lass Wunder geschehen ist es genauso beschrieben. Das ist beschrieben, warum, sagen wir mal, wir haben 10 Leute mit Herzinfarkt, okay? Warum kann jeder anders reagieren auf die gleiche Heilungsmethode? Weil es für jeden eine andere Wurzel, einen anderen Ursprung haben kann. Haben wir dann, also wir haben jeder andere Themen mitgebracht, ja, mhm, auf die wir schauen sollen. Also das heißt auch, die Ursache liegt natürlich dann ganz woanders. Okay. Okay. Kann ganz woanders, kann woanders liegen. Muss nicht immer. Also, also das heißt, ein Produkt, was für den einen hilft, muss ja nicht für den genau, anderen jetzt ganz wirken. Genau. Ne? Das heißt, ja, okay. Okay. Und es geht auch gar nicht darum, ums Produkt oder um den Herzinfarkt, weil der Herzinfarkt ist eine Nebenwirkung von dem eigentlichen Problem, das drunter liegt. Gut, man muss natürlich da, das ist wieder, wo wir am Anfang waren, jetzt bereit sein, hinzugucken. Ich habe ein Problem, was ist das eigentliche Thema dieser Sache? Mhm. Du beschreibst das immer in deinen Büchern so, bitte zeig mir, was ist das eigentliche Problem? Mhm. Kann das jeder so einfach anwenden und dann, wenn man in die Stille geht, bekommt man eine intuitive Antwort? Ich denke auf jeden Fall, ja. Und es muss ja auch nicht immer sein, dass du in die Stille gehst. Manchmal dann frage ich auch, könntest du auch fragen, okay, zeig mir dreimal, dass es etwas mit Selbstliebe zum Beispiel zu tun hat, innerhalb von der nächsten Woche. Und dann passt du halt auf, ob du ein Magazin aufschlägst und da steht, ich liebe dich oder irgendwie sowas. Oder du guckst dir eine Fernsehsendung an oder irgendjemand sagt zu dir, guck mal, das Lied ist so toll von
von der Deva Premal oder was auch immer. Und die singt über Selbstliebe. Also das wären dann schon Zeichen. Also man kann schon diese Kommunikation auch anfordern. Okay. Eine Sache, bevor wir jetzt, wir sind schon wieder, ach, ja. Die Zeit läuft. Also Zeit ist auch so eine Sache, ne? Aber wir sind ja Gott sei Dank im Internet. Wir können das ja alles ein bisschen offener gestalten. Das Thema, das hast du vorhin kurz erwähnt, mit energetischen Verbindungen mit Verwandten oder Schnüren oder wie du das nennst. Ne? Also wenn wir zum Beispiel zur Verstrickung, oder? Wie äußern die sich? Woran merkt man die? Und wie können wir die lösen? Okay, also energetische Schnüre, sage ich mal ganz von vornherein, weil das haben die meisten Leute Probleme mit. Energetische Schnüre, wenn man die auflöst, heißt nicht, dass sich die Beziehung auflöst. Im Gegenteil. Normalerweise müsste die Beziehung besser werden, okay? Also man kann nie die Liebe abtrennen. Wir trennen nur das ab, was der Person nicht mehr dient, okay? Energetische Schnüre bedeuten, sagen wir mal, eine Klientin hat eine energetische Schnur zur Mutter oder irgendwie sowas, okay? Dann bedeutet das, dass die Mutter Energie zieht von der Klientin für was auch immer, okay? Und schon wieder beim Mutterthema. Vielleicht ist es ein Zufall, ja, vielleicht nee, auch nicht. Zufall. Jetzt weiß es die ganze Nation. Dann zieht die Mutter die Energie. Und das dient der Mutter nicht, aber es dient auch der Klientin nicht, okay? Weil die Klientin vielleicht dadurch immer wieder in Situationen kommt, was weiß ich, Beziehung, es kann sich auf alles auflösen, beziehen, sogar Finanzen, okay? Und wenn du diese Schnüre abtrennst, in anderen Worten, wenn du sagst, nein, du kannst jetzt nicht mehr Energie von mir haben, geh zur göttlichen Quelle oder wie auch immer, okay? Und ich bin jetzt verantwortlich für meinen eigenen Energiehaushalt. Ich brauche die nicht mehr ernähren. Ich brauche dir nicht mehr irgendwie beweisen, dass ich gut bin oder irgendwie sowas. Wie sich das auch äußert, okay? Dann tust du dieses Muster auch ändern. Und dann passiert dir das auch nicht mehr in anderen Beziehungen. Verstehst du, also, was ich meine? Also löst du das eine, löst es sich ja sowieso auf den anderen Ebenen, weil das die Ursache war, ne? Genau. Ja, und dann tut man auch nicht mehr andere Beziehungen kreieren, wo man vielleicht immer noch zu viel arbeiten muss, damit man gesehen wird oder sonst irgendwas. Ja, egal auf welcher Ebene. Aber man spürt sie auch physisch, ne, diese Schnüre. Man kann sie auch auf physischer Ebene wahrnehmen. Kommt drauf an, wie sensibel jemand ist. Ah, okay. Aber es ist oft, dass jemand zum Beispiel eine Schnur kann sich an einen Körperteil, also energetische Schnüre, sieht so aus wie so eine unsichtbare ein Nabelschnur zum Beispiel für die Zuschauer, damit man sich das vorstellen kann. Du kannst es auch sehen? Kannst du das wahrnehmen? Also ich sehe es, ja, aber nicht jeder. Also ich sehe die Schnur und ich sehe auch leider oft, was da passiert ist, damit die Schnur sich entwickelt hat. So ist nicht immer angenehm zu sehen, was da passiert ist. Aber man kann sehen, wo die Schnur zum Beispiel geht zum Knie und oft hat auch dann der Klient Probleme mit dem Knie. Okay. Oder sie kann auch zu einer Chakra gehen oder sich an die Aura anhaften. Also es gibt viele verschiedene Arten von Schnüren. Warum wird mir gerade kalt irgendwie? Komisch. Ich habe einen richtigen Schüttel gerade. Oh ja? Okay. Es arbeitet immer irgendwie, ne? Egal, zwei Menschen treffen sich und schon passieren die Reaktionen miteinander. Hast du gerade irgendwas losgelassen? Ich glaube schon. Ja. Yeah. Wahrscheinlich ist das heute meine Therapiestunde. Okay. Ja, okay. Aber dann, hier oben, mir ist jetzt richtig so. Gut, das ist doch schön, wenn sowas passiert. Und was vielleicht dann jetzt dadurch, dass das passiert ist, was man noch dazu sagen kann, es ist nicht ungewöhnlich, wenn man eine Schnur abgetrennt hat, dass sich die Person dann sofort bei dir meldet. Das heißt, weil die merken das. Ne? Die spüren, da stimmt was nicht. Ich kriege keine Energie mehr. Und das heißt nicht, dass du jetzt nicht mehr mit dieser Person reden kannst. Das bedeutet einfach, bleib neutral. Lass dir die Knöpfe nicht drücken, okay? Bleib einfach schön neutral. Vielleicht manchmal muss man auch den Hörer ein bisschen weiter weghalten. Habe ich auch schon gemacht. Ich bin ja auch schon da durchgegangen, okay? Schön weggestellt beim Kochen dann weiter. Dass die Energie einen nicht so direkt trifft oder so. Einfach damit man auch sich selber dran erinnern kann, das ist ihr Problem. Es hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ja.
Das ist jetzt ein schönes Abschlusswort gewesen. Und wir hören gerade den Sohn von unserem Kameramann, der da so Papa ist. Das ist ein wunderschöner Abschluss für diese tolle Sendung. Und es ist auch, überleg mal, was gerade passiert. Da ist vielleicht eine energetische Schnur abgetrennt worden gerade, weil die hören ja zu. Das innere Kind. Und das Kind spürt es sofort. Ja. Also ich bin sprachlos, ich bin baff. Du hast mich wirklich bewegt und ich gestehe, du hast sogar, also ich war, du hast auch so eine ganz besondere Energie. Ja? Und ich glaube, das spürt jeder, der dir begegnet. Es hat mit Wahrheit zu tun. Irgendwas, was hier passiert ist, hat mit Wahrheit zu tun. Und wie viel kann natürlich jeder Zuschauer für sich selbst rausfiltern. Darf ich noch was dazu sagen? Du darfst gerne was sagen. Natürlich fühle ich mich geehrt, dass du das sagst mit der Energie, aber das ist nicht meine Energie. Weil wenn du mich ganz normal kennenlernst, bin ich auch ganz normal. Es ist wirklich bin ganz berührt. Es ist von der Akasha Chronik. Es tut was mit mir und es tut auch was mit den Leuten, die damit in Verbindung gehen. Es ist wirklich, das Energiefeld verändert sich. Meine Freundin Petra Baltschuheit, die ich liebe, die sagt, ach, wenn man ein Problem hat, dann geht man einfach in die Akasha Chronik und gibt eine Lesung und dann geht's einem wieder gut. Und genau das ist das, was ich Leuten mitgeben möchte. Es bin nicht ich, ich bin kein Guru, es kann jeder machen und deshalb bieten wir das auch an. Also ich kann heute aus persönlicher Erfahrung sagen, nicht nur aus deinen Büchern, es macht augenblicklich was mit einem, wenn man nur sich mit dem Thema beschäftigt. Genau so ging es mir auch. Und deshalb bin ich auch dran geblieben. Ich war ja vorhin im Blumenladen. Wir sitzen ja hier in Leipzig. Und da habe ich ja diese tolle, wie hieß sie, Protea gekauft. Also fantastisch. Sie kommt aus Afrika. Sie kann auch ohne Wasser leben. Und man kann sie trocknen. Und da habe ich noch was gesehen, nämlich ein kleines Stück Schokolade von der Moni. Oh. Und danke, dass du da warst. Danke. Ich freue mich. Was Süßes noch für den Heimweg. Danke. Ich danke dir von ganzem Herzen, war wunderschön. Danke. Ja, liebe Zuschauer, und ich danke auch euch und Ihnen. Und was soll ich sagen? Vielleicht einfach mal ein bisschen Abstand gewinnen. Und wenn man sein Herz öffnet, dann können auch die Wunder geschehen. Tschüss und bis bald.